Ja Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Carbon. Ja, wir sind wieder in der nächsten Aufnahme und, oh sorry, machen gleich mal weiter, würde ich sagen. Sind jetzt auch schon bei einem Karrierefortschritt von 10% und ja, was haben wir denn hier alles? Ich gucke mal, hier haben wir die Territorien alle schon erobert. Das sieht mir noch nach einem Autohändler aus. Ah, hier kann man sehen, wer was kontrolliert. Okay. Hier, ja, hier brauchen wir noch ein Rennen. Machen wir doch mal einen Drift. Drift haben wir noch gar nicht gemacht. Kann ich mir gerade recht wenig drunter vorstellen, aber wir wollen ja mal gucken. Ah, wir kriegen ein Tutorial sogar. Beim Driften geht's um die richtige Kurventechnik. Je schneller du bist, desto mehr Punkte bekommst du. Du musst versuchen, von einer Kurve in die nächste zu driften, ohne die Kontrolle zu verlieren. Je näher du an die Wand heranfährst, ohne sie zu berühren, desto besser. Aber pass auf, wenn du dagegen fährst, war's das. Ah ja. Kennen wir eigentlich noch aus Underground 2? Carbon haben sie es herausgenommen, jetzt ist es aber wieder da. Und da ist unsere Strecke. Oh, da oben ist auch noch Geschwindigkeitsbonus. Ich muss jetzt mal gucken, wie ich das hinkriege. Drift beendet, Mauer getroffen. Ah ja. Ja, ich habe immer noch keine Ahnung, ehrlich gesagt, wie das hier alles funzt. Das sah doch mal ganz gut aus. Wow. 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 Ich habe hier echt Schiss gerade. So. Immer schön dranbleiben. Zwischenabstand so viele Punkte. Wann wird denn das endlich mal gewertet hier? Also wann werden die Punkte mal gewertet? Ja, Drift beendet. Wann werden die Punkte hier gewertet? Ach, ich führe ja schon so hoch. Jetzt sehe ich das endlich. Ach, der Drift ist beendet, wenn man die Mauer fährt, aber sonst kann man immer weitermachen. Ah, wow. Da sollten wir nicht runter. Ich glaube, ich verstehe das. Oh Mann. Na gut, eben haben wir schön viele Punkte gemacht. Vielleicht sollten wir es hier irgendwie mal weitermachen. Aber wir führen ja eh schon uneinholbar eigentlich. Und ja, zu meiner Wagenauswahl vielleicht nochmal. Also es haben wirklich zahlreiche Leute gesagt, ja, nimm Tuner, nimm Exoten, nimm Muscle Cars. Also da war wirklich von jedem eine Menge dabei. Und jetzt bin ich mir eigentlich nicht so sicher. Und werde das einfach mal immer so spontan entscheiden, vielleicht vom Aussehen her. Aber wirklich, da gab es sehr, sehr verschiedene Meinungen, die ich natürlich irgendwie alle versuche zu berücksichtigen. Aber das ist immer nicht so einfach. Was mache ich denn hier? Ach du Heilige, wir haben deutlich verloren. Also Drift liegt mir wirklich gar nicht. Ich laber hier auch ein bisschen dumm rum, aber ich weiß nicht, das ist jetzt nicht so geil, was ich hier mache. So, schön sauberer Abschnitt. Na, verdammt. So, hier schön. Jawohl. Mann, ich kriege es nicht hin. Naja, das sieht alles noch nicht so wirklich gut aus. Naja, ich lasse in Zukunft die Finger vom Drift. Ich wollte es aber einfach eigentlich mal gezeigt haben. Was mag ich denn hier? So, da ist die Ziellinie. Oder? Ich hoffe, wir haben es jetzt. Boah, ist das knapp. Boah, Zwischenstand 517 Punkte, das waren recht wenige. Jetzt wird hier schön rangezoomt. Du wurdest Erster, 7700. Driftneuling, Fahrgewerk, Stufe 1. Profipaket haben wir freigeschaltet. Sehr schön. Und wir holen uns das nächste Territorium von Angie für die Black Eagles. Sehr gut. Weiter geht's. Dann fehlt uns ja nur noch eins, ne? So, da habe ich aus Versehen gerade die Aufnahme beendet, Leute. Sorry, wir sind jetzt, ihr habt zwar nichts verpasst, aber wir sind jetzt hier wieder in der Zentrale, haben den Drift gerade fertig gemacht und jetzt geht's auch hier mal weiter. Ja, tun müssen wir eigentlich nicht mehr. Wir machen weiter hier auf der Weltkarte und holen uns das letzte Territorium und fangen da mal an. Nee, Drift nicht, mit einer Radarfalle. Komm, zum Event springen.
Scout brauche ich da ja eigentlich nicht bei der Radarfalle, deswegen lasse ich jetzt einfach mal Neville drin. Könnt mir auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr wirklich alle Crewmitglieder mal sehen wollt oder welche ihr meist favorisiert, Blocker, Schlepper, Scouts. Ich, wie gesagt, bin ein großer Fan von Blockern und auch ein Fan von Neville, also passt das ja ganz gut. So, da sehen wir unseren Camaro SS. So, wo ist Neville? Da ist er ja, direkt hinter uns. Perfekter Start eigentlich, aber wir sind etwas zurückgefallen. So, ich habe mir das Nitro jetzt mal eine etwas bessere Taste gelegt. Na, ist mir auch egal, wer mich überholen will. 182, erster. Neville mit nur 136 nicht so gut dran. Neville hat ja auch, soweit ich das weiß, die letzten Radarfallen immer für uns gewonnen. Also sollten wir uns jetzt vielleicht mal auf eigenen Füßen bewegen. So, hier schön um die Kurve gezogen. Komm schon, komm schon. Verdammt, das konnte ich dann nicht mehr ausgleichen. Ich weiß. Boah, 151, schwach. Aber ich glaube, wir führen noch. Ja, nein, Neville führt natürlich wieder. Ich fasse es nicht. Ich weiß nicht, wie man gegen Neville gewinnen soll. Er ist unschlagbar. Also bei Radarfallen immer bemerken, Neville mitnehmen. Obwohl er jetzt nicht so einen geilen Wagen hat. Natürlich. Ja. Und Neville setzt sich natürlich wieder an die Spitze. Ich weiß nicht, wie man den ausschalten soll. Wow, das war knapp. So, hier haben wir die Kurve. Mal sehen, ob er das auch überbieten kann. Na, Neville. Verdammt. Er ist wieder an uns vorbei. Und führt sogar mit 60 Stundenkilometer. Ich fasse es nicht. Was ist sein Erfolgsgeheimnis? Wahrscheinlich einfach, dass er hinter uns herfährt und immer schön in unserem Windschatten bleibt, dieses Schwein. Na gut, vielleicht bekommt er ja noch genug Geschwindigkeitsabzug, aber wir können uns ja auch nicht wirklich von ihm absetzen, weil er ist einfach zu gut. Da hinten kommt er auch schon. Und könnte jetzt blocken, aber das brauchen wir nicht. Wehe, du überholst mich, du Schwein. Alter Neville, du bist mein verdammtes Crewmitglied. Ja, du liegst in Führung, Mann. Ich hasse dich. Nein, ich mag Neville ja eigentlich. Alter, ich bin der verfluchte Boss. Jetzt bleib hinter mir. Wow, die Kurve sieht eng aus. Die Kurve sieht böse aus. Pam. Schön weggehauen. Mit Nitro. Aua, um die Kurve ziehen. Und weiter geht's. Natürlich führt Neville. Glaube ich nicht. Ach, und ich bin nicht mal mehr Erster. Das ist eine Schweinerei hier. Die haben mich eben überholt, die Penner. Oh, und ein schöner Sprung. Jawohl. Auch Neville liegt gut in der Luft. Hat aber immer noch einen beträchtlichen Vorsprung. Naja, wieder wird er das Rennen hier gewinnen. Na gut, ist jetzt ja auch nicht so schlimm. Crewmitglied hat gewonnen. Ja, anscheinend, ne? Neu freigeschaltet. Nitro, Stufe 1, Rennpaket. Und hier sind wir in Morgan Beach. Jo, hau rein. Und den kontrollieren wir ja auch. Und jetzt, wenn wir dieses Rennen gewinnen, kontrollieren wir alle Bezirke bei Angie. Und das wird der Guten wahrscheinlich nicht so gut gefallen. Vorher möchte ich aber noch mal ganz kurz tunen. Leistung, da haben wir Motor, Straßenpaket, her damit. Dann haben wir Getriebe, Profipaket, her damit. Dann haben wir hier Fahrwerk, Profipaket, her damit. Nitro, Rennpaket, her damit. Und hier haben wir das Reifenprofipaket. Alles mal rein, wir haben ja das Geld, hoffe ich doch. Und hier haben wir noch Gornit für Kompressor und Bremsen, leider. Gut. Dann mal zum Warenkorb. Das ist aber echt teuer. Jetzt haben wir nur 6.300. Also da haben wir wirklich für Angie eine Menge Geld auf den Kopf gehauen. Wobei ich möchte noch einmal an der Optik schrauben. Lack. Können wir da noch irgendwas. Ah ne, Moment. Vinyls. Ne, haben wir immer noch nichts, oder? Nö. Nur da vorne. Ey, das wollte ich gar nicht. Ach, da vorne können wir. Ach, so ist das. Die Fläche da vorne, Leute. Ja, genau die. Ach. Musste ich ja gar nicht. Dann machen wir die doch mal so im schönen Orange. Damit es auch irgendwie zu unserem Logo passt.
Ja, machen wir einfach mal. Bewegen. Wie kann ich das jetzt hier bewegen? Schicht nach oben mit 0 und 9. Muss ich noch mal ein bisschen besser gucken. So, das nehmen wir jetzt einfach mal. Zack, zum Warenkorb, neues Layout 500. Okay, jetzt haben wir da vorne so einen orangenen Streifen. Ich hoffe, es gefällt euch. So, und jetzt das letzte Event, ne? Der Sprint, den machen wir mal. Und ja, dann haben wir schon alle Territorien von Angie. Das geht ja recht schnell. Und mal sehen, ob sie uns dann schon herausfordert. Das würde mich ja interessieren. Dann treten wir nämlich gegen die, ja, Herren, gegen den Boss der 21st Street Crew an. Jo, mach den Weg frei. Da vorne sehe ich auch schon ein Mitglied von... Oh ja, Neville, da vorne sehe ich auch schon ein Mitglied von Angies Gang. Sogar zwei. Das da vor uns, das ist einer von der 21st Street Crew und die da vorne auch. Neville hat sich... Ja, Neville hat sich gleich mal nach vorne gesetzt. Das war wirklich erst rein. Und wir versuchen hier durch geschickte Nitro-Manöver irgendwie an den Herren der 21st Street Crew vorbeizugehen. Ich will auch oft versuchen, nach hinten zu gucken. Ja, ich weiß. So, dann fahren wir mal hier durch. Oh ja, das fühlt sich schon deutlich besser an vom Fahrgefühl. So, Neville. Ja, dann block sie. Block ihn. Ja, sehr schön. Da sieht man, wie er wegdriftet. Da hat Neville uns unseren ärgsten Verfolger vom Hals geschafft. Oh ja, und ich weiß nicht, ob man es so vom Aussehen merkt, aber das Tune hat auf jeden Fall eine Menge gebracht. Jetzt sind wir deutlich schneller mit dem Camaro. Und ja, der hat jetzt deutlich mehr Pferdestärken drauf einfach und ist auch eine ganze Ecke schneller. Und hier fahren wir durch Morgan Beach. Das war ja unser... Ich weiß, unser erster Bezirk. Und Neville müssen wir jetzt gerade nicht blocken lassen. Hier wäre natürlich ein Schlepper ganz gut, wenn man so vorne allein in Führung liegt. Dann kann man ihn einfach schleppen lassen. Das ist immer ganz nett. Naja, gut. Wir haben noch keinen Schlepper, wir haben nur einen unnützigen Scout, möchte ich fast nur meinen. Und deswegen. Ja, ich weiß, Neville. Und warum fährst du hier vor mir? Das hasse ich ja. Alter Neville. Was glaubst du, wer du bist? Du wirst auch nicht dieses Rennen für mich gewinnen. Oh nein. Alter, ganz kleine Brötchen wirst du hier mal backen, mein Freund. Neville, ich warne dich. Da kassiere ich ihn doch. Ja, ich weiß. Nachdem ich dich überholt habe, mein Freund. Ja, dann hol ihn dir. Ja, hol ihn dir jetzt. Du sollst ihn dir holen, Neville. Sehr schön, gleich hat er ihn. Nein, er hat ihn verfehlt. Na ja, gut, wir haben trotzdem gewonnen. Klappt nicht immer mit den Blocken. Ja, weiß ich nicht, Neville, ob das jetzt zu einfach war. Du wurdest erst da freigeschaltet. Was war das? Neu freigeschaltetes Spoiler-Paket 1. Ah, ja. So, Ergebnis können wir uns nochmal ansehen. Oh, Neville wurde sogar noch Dritter, weil er den Block verhauen hat. Na gut. Aber wir haben gewonnen. Und jetzt, ja, dürfte jemand ziemlich angepisst sein, oder? Wir holen uns das letzte Territorium von der 21st Street Crew. Die Black Eagles kontrollieren diesen Bezirk jetzt. Oh ja. Ja, ich würde mal sagen, wir sind jetzt eine der vier großen Gangs von Portman City, oder? Gefällt mir auf jeden Fall. Gut. Und jetzt wird es. Wow, der Soundtrack ist echt nice. Jetzt wird es wahrscheinlich zum Duell mit der lieben, guten Angie kommen. Ich bin gespannt. Ah. Okidoki. Bringen wir es hinter uns, Angie. Dein Territorium wird angegriffen. Was? Das wusste ich ja gar nicht. Rotor 4 greift unser Territorium an. Mit diesem Sprint. Da ist auch das Boss-Event. Nö, will ich gerade auch nicht. Okay, die übernehmen jetzt unser Territorium. Jo, Neville, aber das Territorium wollte ich jetzt gerade nicht verteidigen, weil ich will gegen Angie antreten. Dann holen sich die das eben kurz. Das können wir uns ja noch zurückholen. Ach, die haben es gar nicht. Gut. Dann machen wir doch jetzt mal das Bossrennen in den Camden Dogs, kontrolliert von der 21st Street Crew gegen Angie. Möchtest du Angie herausfordern? Ja. Möchte ich.